verpasse keine Neuigkeiten. Das ist deren Content. Ja. Army-Fanpage. Du kannst doch mal Army-Management suchen. Da kannst du dich mal bewerben. Das ist halt echt die Adresse, ne? Ja, gut. Ey, da war eine Telefonnummer. Da können wir anrufen. Da! Die hier. Ja, hallo. Ich wollte mal das Management von Leon Content sprechen. Verstehe ich nicht. Das Management... Hallo, sind Sie von Army? Army Management? Nee. Ja, aber das ist das Gebäude. Sie sind hier bei der Osterrater Straße 7, richtig? Genau. Aber wir sind das Comic Fit In. Okay. Und wie komme ich jetzt an Leon Content ran? Ist nebenan bei euch ein Büro? Habe ich mich jetzt einfach in der Nummer vertan, oder? Also... Army Management müsste das sein eigentlich. Ja, also das ist, glaube ich, eine Etage unter uns, aber da steht keine Telefonnummer dran. Oh. Okay, da habe ich mich jetzt vertan. Also bist du nicht, ja. Wo bin ich jetzt gelandet? Im Fitnessstudio. Ach so. Okay. Habt ihr da schon mal irgendwie den Leon-Content gesehen? Nee. Okay. Na gut. Dann versuche ich das nochmal unten drunter. Sorry. Vielleicht finde ich da noch irgendwie eine Fensterscheibe, wo... Gut. Dankeschön. Ja, gerne. Ciao. Ciao. Schönen Feiertag wünschen. Also gut. Ich rufe nochmal an. Lass mich in Ruhe. Schönen Feiertag. Was ist morgen? Himmelfahrt. Männertag. Also, das gibt ihn doch in Ruhe, der muss trainieren. Der ist draußen. Hallo? Hallo? Ja, ich habe nur vergessen, einen schönen Feiertag zu wünschen. Morgen ist ja Himmelfahrt. Ach, danke, Ihnen auch. Ja, tschüss. Ciao. Ja, hat sich gefreut. Kommst du dem Mann schönen guten Abend? Ja, schönen guten Tag. Ich wollte mal mit dem Management von dem Herrn Leon Content sprechen. Nee, ist nicht im Haus. Wie bitte? Aber das ist doch Ihre Nummer. Leon Content. Nee. Sie wissen, was der macht. Nee. Ja, aber also irgendjemand muss ja dafür gerade stehen. Für was? Leon Content ist ein Influencer im Internet, das sollten Sie eigentlich wissen als Management. Ich weiß nicht, ob Sie mittlerweile so viel verpflichtet haben, dass Sie das nicht mehr irgendwie einsehen können, aber Leon Content ist auf jeden Fall bei euch gelistet und er macht Videos, die ich nicht vertretbar finde. Und da wollte ich einfach jetzt mal mit dem Management sprechen, weil der ja auch minderjährig ist. Leon Content? Ja. Okay, und der macht Videos vom Studio oder von was? Na, ihr seid ja das Management. Irgendwen muss man ja kontaktieren können. Also ich glaube, wir reden aneinander vorbei. So, ich bin hier im Studio. Das ist das Tommy Sit In, das Fitnessstudio. Und da filmt ihr immer, oder was? Da filmt ihr immer? Wer filmt hier? Na, Leon Content und mit seinem Management. Ihr habt da das Studio, oder wie? Wo sehen Sie das denn, das gefilmt wurde? Auf Musical.ly. Das auf was? Musical.ly. Die App mit dem ganzen, mit der Musik und so. Instagram ist er auch. Da lädt er das dann einen Tag später immer hoch. Leon Content. Ja. Ist auf Facebook zu sehen? Auf Facebook weiß ich nicht, aber auf Instagram und Musical.ly auf jeden Fall. Geh mal bitte kurz ein. Hast du Facebook? Leon Content. Und, verstehe ich das richtig? Du wolltest mit dem Management des Studios reden, weil, Das Management von Leon Content, weil die Videos teilweise nicht vertretbar sind. Und da er minderjährig ist, muss man ja irgendjemanden erreichen können. Okay, was sind das denn für Videos? Na, habt ihr es jetzt nicht auf? Eigentlich müsstet ihr das doch wissen, wenn ihr den irgendwie verwaltet. Wie viele habt ihr denn bei euch? Was haben wir? Na, unter Vertrag, wie viele verwaltet ihr denn von denen? Wir haben über 1000 Mitglieder, also ich kenne nicht jeden mit Namen. Sie kennen nicht jeden mit Namen. Also sind es wirklich so viele, dass Sie keinen Überblick mehr haben?
Haben Sie die Instagram-Seite oder Facebook mal auf, dass Sie vielleicht das Gesicht erkennen wenigstens? Leon Content mit C, ja? Genau, mit einem Punkt dazwischen. Okay, also auf jeden Fall ist er nicht unter unseren Mitgliedern, steht er hier drin. Okay. Für die Mitgliederverwaltung, da steht weder Leon noch Content. Okay. Ist auf jeden Fall bei euch gelistet im Internet. Wo? Daher haben Sie auch die Telefonnummer, oder? Genau, Army Management. Über Google Maps sieht man das ja auch. Hast du Instagram? Hast du Instagram? Ja. Einen Moment. Nee, es geht nicht darum. Okay, und da sieht man auch Videos vom Studio oder... Ich kann es nicht genau sagen, ob das bei ihm im Studio vielleicht auf dem Dach dann oder so gefilmt. Das kann natürlich sein. Auf jeden Fall. Ja. Also er hat sehr viele Videos hier auf dem Dach gemacht. Da ist so grüner Hintergrund, so ein gelbes. Seid ihr auf der Instagram-Seite? Da sieht man das doch. Ja, ich gucke jetzt gerade auf Instagram. Ja. So, Leon. Content. Mit C, ja? Mit C, genau. Hier sind mehrere. Ja, der größte, er hat 187.000 Abonnenten. Leon.content. Okay. Ja. Ja. Genau. Kenn ich nicht. Hab ich noch nie gesehen. Also ich arbeite hier seit 3,5 Jahren. 3,5 Jahre, okay. 3,5. Aber gibt's da noch irgendwie einen höheren bei euch in der Hierarchie, der dann irgendwie alle kennt persönlich, oder wie läuft das? Nee, also ich kenne eigentlich alle so vom Gesicht her, die reinkommen. Okay. Army Fanpage? Ja, genau. Okay, und da ist was zu sehen? Na, das Army Management, ja. Seid ihr doch. Ah, jetzt verstehe ich. Okay, Osterrater Straße 7. Genau. Army Fanpage. Dieses Army, das ist eine Etage unter uns. Wie? Ja, also Sie sind auch nicht der Erste, der hier schon angerufen hat und mit denen sprechen wollte. Oh. Ich habe aber leider keine Telefonnummer, also die sind genau eine Etage unter uns. Okay, aber das ist jetzt nicht irgendwie so ein Trick, um sich da jetzt aus der Sache rauszuwinden oder so? Nee, wirklich, also ich kann ihn auch meinetwegen... Können Sie da vielleicht einfach mal klopfen oder so? Ich guck mal, ob jemand da ist. Oh, das ist sehr nett. Das kann auch wahrscheinlich sein, dass das der Sohn von dem Betreiber da ist. Ich komme mal ran. Okay, Army Management. Genau. Sie können mir auch gerne Ihre Telefonnummer geben, ich kann Ihnen hier ein Foto schicken. Oh. Wirklich eine Etage unter uns. Okay, dann über WhatsApp Foto schicken, oder was? Ist auch kein Licht an, ich habe jetzt mal geklingelt. Das auch, und er ist ja minderjährig, hat eine sehr junge Zielgruppe und springt auf Dächern rum und so. Und ich wollte einfach mal mit dem Management da reden, weil ich bin auch selbst viel im Internet unterwegs und gewisse Vorbildfunktionen. Ich habe eine kleine Nichte, die das guckt und so. Und da gab's auch schon mal Präzedenzfälle, wo das einfach geklärt werden muss. Ja, also ich mache jetzt hier mal ein Foto von dem Eingang, da ist auch so ein schönes Bild. Okay. Genau eine Etage unter uns. Wir sind im zweiten OG und dieses Army Management, das ist im ersten OG. Ah, okay. Auf der Osterrater Straße 7 und mir hat das am Anfang nichts gesagt, aber es hat schon mal jemand angerufen. Mhm. Aus einem anderen Grund auch, wollte irgendwie mit denen telefonieren, aber ich habe die dann vertröstet. Ja.
Ja, das kann ich mir schon vorstellen, dass da mehrere Leute sich erkundigen, weil der Leon ist teilweise wirklich ein schlimmer Finger. Wenn man das auch auf Musical.ly verfolgt, da lädt er die richtig schlimmen Sachen hoch, sag ich mal. Okay, was Instagram ist ist da ein denn, bisschen also strenger. pornografisch oder anstoßend oder wie muss ich das Nee, verstehen? nicht pornografisch. Also das gibt es teilweise auch, dass da, ich weiß nicht, wie das da auf Musical.ly ist, dass da wirklich sehr minderjährige Leute sich sehr leicht begleitet zeigen, aber halt auch so gefährliche Sachen, wie irgendwie bei so einer Rutsche ist er irgendwie runtergesprungen und unangeschnallt und alles ist wirklich Okay. gefährlich. Und ich dachte einfach nur mal, da müsste man mal ein Management erreichen können. Army-Management und so. Ja. Ich meine, eigentlich ist es ja schon schwer, so jemanden ausfindig zu machen, wenn jemand so eine Seite hat. Also ich habe ja auch Instagram und da steht nicht mein Arbeitgeber oder sonst was. Ja, das ist vernünftig. Ich hoffe jetzt gerade mal auf. Ich schreibe mir Ihre Nummer auf und dann schicke ich Ihnen mal zwei Bilder Okay. per WhatsApp. Also hier sind Sie leider definitiv falsch. Alles klar. Gut. Ich kann mir auch Ihren Namen und Ihre Telefonnummer aufschreiben und wenn ich dann morgen, der ist jetzt nicht mehr im Haus, wenn ich dann morgen hier bin, ab 14 Uhr, kann ich ja mal unten klopfen und das mal schildern. Okay, das wäre echt sehr, sehr nett. Sie sind echt super hilfsbereit, danke. Namen? Ja, Robin. Ja, Robin, Nachname? Bergner. Schreib mal bitte. Ber. BER. Ja, Ball, Emil, Rasenmäher. Warte mal ganz kurz, hier ist eine echt schlechte Verbindung. Ich habe jetzt B. E wie Emil, R wie Richard, B wie Bertha. Nee, dann kommt ein G. Wie G-Kraft. Georg. Berg. Berg, genau, wie der Berg, aber dann näher. Näher hinten dran. Also N wie neu, E wie Elektronik und R wie Rasenmäher nochmal. Okay, Anliegen, anstößige Inhalte. Ja. Okay, und wie heißt der Junge nochmal? Corinth. Nee. Content, wie Inhalt, Englisch. Mit Vorname? Leon. Leon. Okay. Okay. Ja, die Telefonnummer schreibe ich noch auf. 3 7 3 7 1 2. Ja, das ist mega witzig, weil wir hatten gerade eben noch über, worüber hatten wir mal gesprochen? Genau, über das Recht am eigenen Bild. Ja. Ja, und dann kommt ja jetzt ein neues Gesetz ab dem 28. Ja, europaweit, Ja. ne? Ja, genau, und dann rufen sie an, also das ist schon witzig. Ja. Ich habe es ja auch gerade wieder vorliegen, also es ist wirklich teilweise auch sehr leichtsinnig, was er macht. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es illegal ist, aber es gab es einfach schon öfter, dass so mit einer minderjährigen Zuschauerschaft ist es einfach sehr gefährlich. Ja, Und nicht nur das, also ich meine, wenn Sie mir das erzählen mit der Rutsche und so und ja, genau, das mit der Rutsche da sehe ich schon gerade. einige Gefahren verbergen, das verleitet ja, denke ich mal, auch dazu, das nachzumachen, ne? Oder Ja, genau. ja gut, Robin, ich habe mir deine Nummer aufgeschrieben, das Anliegen und werde da morgen mal klopfen und dann werde ich dich gegebenenfalls zurückrufen oder dich an denjenigen weiterleiten, Ja, ja? Also das wäre ja ideal. Also wenn ihr da jetzt wirklich gar nichts mit zu tun habt, dann wäre das ja auch Quatsch, wenn du jetzt irgendwie damit noch viel Ärger hast, sag ich nee, mal. ich werde morgen mal mit dem Kujonschik, heißt der, reden.
Ich weiß nicht, vielleicht ist das auch der Sohn oder keine Ahnung. Ich habe keinen Plan, aber. Ich glaube, die haben da sehr viele unter Vertrag, also es ist nur einer von vielen. Okay, dann würde ich sagen, bis morgen. Ja, gut, dankeschön. Schönen Abend noch. Ja, gerne. Tschüss. Tschüss. Ja, gut. Ja, das ist eine echte Nummer von mir. Aber ist ja nicht schlimm. Der Leon ist wirklich ein schlimmer Finger. Dem muss Einhalt geboten werden. Ich meine, vor allem G. Ich habe gesagt G wie G-Kraft. Ja, so. Da wird das Management morgen direkt mal auf angesprochen.